Wir möchten euch an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich willkommen heißen. Wir sind an einem ganz besonderen Teil und spannenden Teil dieses Wochenendes angelangt. Ich denke, wir dürfen auf ein segensreiches Wochenende zurückblicken mit vielen spannenden Vorträgen. Und jetzt soll die Möglichkeit eröffnet werden, dass eure Fragen gestellt werden. Wir hatten das ja so gemacht, dass ihr die Möglichkeit hattet, in den vergangenen Tagen eure Fragen auf Zettel zu schreiben. Diese Zettel, die sind bei uns eingegangen und wir sind die durchgegangen und ich habe sie hier auf dem Laptop vermerkt und werde sie dann an die Referenten hier stellen. Das heißt, es wird jetzt keine offene Diskussion sein. Ich möchte euch bitten, dass jetzt keine Rufe aus dem Auditorium kommen oder Stellungnahmen. Wir haben uns für eine geschlossene Diskussion entschieden. Trotzdem sollen eure Fragen voll zur Geltung kommen und die Referenten werden sie hier in diesem Kreis beantworten. Ich möchte auch darum bitten, manche Themen sind vielleicht auch mit gewissen Emotionen verbunden und ich möchte euch bitten, Respekt zu wahren und auch, ja, ausgeglichen zu bleiben, auch wenn das manchmal bei den Themen, die einen so ans Herz gehen, nicht immer so leicht ist. Ich würde an dieser Stelle auch deshalb die Diskussion gerne mit einem Gebet eröffnen, dass Gott es wirklich führen kann und uns segnen kann. Ihr dürft sitzen bleiben. Unser himmlischer Vater, unser treuer und wunderbarer Gott, wir sagen dir Danke für so ein segensreiches Wochenende, das du uns geschenkt hast. Und doch sind so manche Fragen offen geblieben und wir wollen uns diesen Fragen nun stellen. Manche Fragen sind Verständnisfragen, manche Fragen gehen uns ans Herz und ja, manche Fragen sind heiße Fragen. Und ich möchte dich jetzt ganz besonders um deinen Heiligen Geist bitten für uns in dieser Frage-Antwort-Runde hier oben, aber auch für jeden Einzelnen hier im Saal, dass dein Geist wirken kann, dass alles nach deinem Willen abläuft, dass keine Emotionen hochkochen, sondern dass wirklich dein Wort im Mittelpunkt steht und du, Herr Jesus Christus. Das ist unser Anliegen und dafür möchten wir dir Danke sagen, dass du das getan hast. Amen. Die sehr gute Tatsache ist, einige Fragen wurden schon beantwortet im Verlauf des Wochenendes, sodass wir sie gar nicht erst zu stellen brauchen. Es gab zum Beispiel die Frage mit dem Fall Babylons, ist das nur etwas, was sich auf die Vergangenheit bezieht oder haben wir da auch noch für die Zukunft sozusagen etwas zu erwarten? Und ich denke, da wurde eine ganz klare Antwort gegeben, dass wir einerseits, im Bibeltext heißt es ja interessanterweise auch, gefallen, gefallen, ja, es wird sogar zweimal erwähnt, also gibt es da einen Fall, den die Adventgemeinde ganz klar erkannt hat, damals vor 1844, weswegen sie die Kirchen verließen, aber wir wissen auch, dass es nochmal einen Fall geben wird, Bruder Müller hat von dem Gericht gesprochen, dass da ja noch dann alles durch Gott beenden wird. Und dann gab es andere Fragen, die gestellt wurden, die jetzt nicht so sehr ganz das Thema betroffen haben, was wir an diesem Wochenende studiert haben. Zum Beispiel ist der Wunsch geäußert worden, wir hätten gerne noch mehr gewusst über Offenbarung 18, über diesen Engel, dessen Glanz die ganze Erde erleuchtet und der steht ja auch in Verbindung mit dem lauten Ruf und das hat ja wieder mit der zweiten Engelsbotschaft zu tun, das wäre ja spannend. Aber ich denke, wir müssen diese Frage hintanstellen, das ist vielleicht etwas für ein weiteres Symposium und dann sind verschiedene Fragen gestellt worden und wir haben jetzt aber versucht, dem ganzen Wochenende Genüge zu tun und haben deshalb die Fragen gleichmäßig verteilt. Ja, es sind nicht gleich viele Fragen zu allen Themen gestellt worden, das möchte ich ganz klar sagen, aber unser Anliegen war jetzt doch als ATS und auch als Veranstalter, dass wir allen Vortragenden den gleichen Raum geben, damit hier kein Ungleichgewicht entsteht. Ich werde mir sehr viel Mühe geben, eure Fragen wieder zu spiegeln. Sollte doch das eine oder andere offen bleiben,
so habt ihr durchaus die Möglichkeit, persönlich auf individueller Basis den einzelnen Referenten noch zu sprechen. Dann wollen wir anfangen. Die erste Frage ist eine Verständnisfrage. Ich würde sie jetzt an dich stellen, Bruder Müller. Und zwar, ist Babylon jetzt dem Antichristen gleichzusetzen? Oder wie ist das? Also was wir sagen würden, ist dieses Tier in Offenbarung 13, das Tier, was aus dem Meer kommt, das habe ich hier schon angedeutet kurz, das spiegelt wieder Jesus Christus. Ja, zum Beispiel wird das gleiche Vokabular verwendet. Das Tier war tot, Jesus war tot. Das gleiche griechische Vokabular, das ist das Deutliche. Das Tier ist lebendig, Jesus lebendig. Das Tier hat Macht, Jesus hat Macht und so weiter. So dass also die Theologen, auch die nicht-adventistischen Theologen sagen, das ist das Gegenstück von Jesus. Deshalb nennt man das den Antichrist. Das schreiben sogar die Nicht-Adventisten. Ja, das ist der Antichrist. Nun, natürlich wird der Ausdruck Antichrist nicht in der Offenbarung verwendet. Er kommt vor bei den Johannesbriefen. Aber er ist der Gegenspieler Christi. Ja? Und so würden wir sagen, als das Tier, was aus dem Meer kommt, was wir mit dem Papsttum gleichsetzen, das ist der Antichrist. Nicht Babylon als Ganzes. Aber natürlich ist das auch die Natur in gewisser Hinsicht. Wenn ein Teil von Babylon ist, ist das auch natürlich, das ist Babylon auch irgendwo antichristlich. Aber genau genommen ist das also das dieses Tier, was aus der Erde kommt. Ja. Dankeschön. Aus dem Meer. Ja. Danke. Ich bin zu müde. Ihr seid aufmerksam. Wir haben an diesem Wochenende viel über das Verständnis von Babylon gesprochen. In der Bibel, in der Kirchengeschichte, in der Adventgeschichte. Und da ist ganz klar eine Sichtweise hervorgetreten, dass Babylon eben universal zu verstehen ist für einerseits das Papsttum, aber andererseits auch für die abgefallenen protestantischen Kirchen, Weltreligionen. Hier wird die Frage gestellt, vielleicht ist das etwas für Michael Campbell, gibt es in der Adventgemeinde noch andere Sichtweisen darüber, wer Babylon ist und wie sollten wir dazu stehen? This is a good question. Das ist eine gute Frage. In Adventist history, at least among the early pioneers, there seems to be a fairly consistent view, from what I'm aware of. In der Adventgeschichte, besonders in der Zeit der frühen Pioniere, finden wir eigentlich eine recht einmütige Sicht über Babylon. Just like in the broader church history, that whenever there were people that disagreed, the standard language was to call the other side Babylon. Aber wie wir in der Kirchengeschichte sehen, wann immer man mit den anderen nicht überein stimmte, war der Standardvorwurf, der andere ist Babylon. So certainly there are exceptions throughout Adventist history. Also es gab da sicher Ausnahmen während der Adventgeschichte. But I think among the at least the general pioneers of the church that there is a generally accepted view. Aber unter den wichtigen Adventpionieren gab es so eine generell akzeptierte Sichtweise. Usually people, if they're having struggles, they're wondering whether the Adventist church has become Babylon. Manche hatten ja ihre Kämpfe und fragten sich, ob die Adventgemeinde zu Babylon geworden ist. The best examples of that are two men in Ellen White's circle, Caldwell and then A.W. Stanton. Dr. Mueller wrote on them for the Ellen White Encyclopedia. Und zwei Beispiele sind zwei Männer, die im Umkreis von Ellen White wirkten. Can you repeat the names? A.W. Stanton and W.F. Caldwell, Stanton right? Stanton and Caldwell? Yeah. Mm-hmm. Stanton and Caldwell. Dankeschön. Die nächste Frage bezieht sich, wir haben auf den Vortrag unserer zwischenkirchlichen Beziehungen als Adventgemeinde in Deutschland und da ist die Frage aufgekommen, wir haben jetzt sehr viel über die christlichen Kirchen und Gemeinschaften gesprochen und da ist die Frage aufgekommen, wie sieht es eigentlich mit unserer Beziehung zu Moslems aus in Deutschland? Gibt es da eine Beziehung, finden da evangelistische Bemühungen von unserer Gemeinschaft statt?
Das ist eine sehr gute Frage. Betrifft allerdings nicht meinen Bereich, insofern als ich da tatsächlich nicht aktiv bin. Ja? Ich weiß aber, dass zum Beispiel die Baden-Württembergische Vereinigung mindestens zwei Prediger hat, die sehr stark in dem Bereich arbeiten. Und das auch mit gutem Erfolg. Also hier wird versucht, auf einer soliden adventistischen Basis den muslimischen Mitmenschen hier entgegenzukommen und sie zum Glauben an Jesus Christus und an die Adventbotschaft einzuladen. Ich kann mir vorstellen, dass es da ganz große Unterschiede gibt, je nach Art und Weise, was für einen Moslem man da vor sich hat. Also Moslems aus dem arabischen Raum werden wahrscheinlich anders sein, als die vielleicht, die aus dem Asiatischen kommen oder vielleicht aus Afrika oder so. Und deswegen denke ich, gibt es da unterschiedliche Erfahrungen auch. Ich persönlich habe leider keine dazu. Was die weltweite Kirche, also deutschlandweit ist es auch so, dass wir jetzt keine speziellen Programme haben, wo extra Mitarbeiter angestellt sind, die jetzt speziell für Moslems arbeiten. Die Stimme der Hoffnung hat einen Glaubenskurs rausgegeben, speziell dafür. Es gibt Materialien auch dafür, aber es gibt keine spezielle Einrichtung, die sich speziell nur mit den Muslimen beschäftigt, wobei das nötig wäre. Also das wäre sicher eine sinnvolle Sache. Weltweit gibt es sowas. Wir haben ja von der GK her verschiedene Zentren. Da gibt es so ein Zentrum für Postmodern Studies, da gibt es ein Zentrum für, ich glaube, Buddhist Studies sogar, ja, und eins für eben muslimische Studien. Und da wird intellektuell und, denke ich, auch praktisch versucht zu schauen, wie können wir die muslimische Welt erreichen. Ich glaube auch, dass es im praktischen Feld verschiedene Art und Weisen gibt, wie man versucht, den Muslimen da näher zu kommen und gerade auch in Gebieten, wo das mit der Religionsfreiheit gar nicht möglich ist. Da gibt es dann verschiedene Ansätze, wie man trotzdem versuchen könnte, diese Menschen zu erreichen. Dankeschön. Eine weitere Frage richtet sich an den Bruder Müller. Und zwar, du hast in deiner Position einen Überblick über das Weltfeld und auch besonders auf die Situation in Amerika. Und da stellt sich für uns die Frage, wir wissen ja, aus dem großen Kampf ist unser Augenmerk, besonders was die Entwicklung Babylons betrifft, auch auf Amerika gerichtet. Kannst du uns vielleicht etwas zu der Situation sagen in Amerika, in Bezug auf Sonntagsbestrebungen allgemein, Sonntagsallianzen oder inwieweit zu erkennen ist, dass dieses lammähnliche Tier sein Wesen verändert? Ja, also da ist mir momentan nicht viel bekannt. Da gab es immer mal wieder Gerüchte, aber dass da irgendwas Solides vor sich geht, das ist wenigstens öffentlich nicht sichtbar. Ja? Und soweit ich weiß, sind wir auch, wenigstens wir im Institut, sind nicht damit konfrontiert. Normalerweise wären wir, da kommen Fragen zu uns. Das kann sich ergeben, ja natürlich, aber momentan sehe ich da also keine große Geschichte. Aber wir müssen uns natürlich auch, wir erwarten natürlich, klar, dass der Sabbat ein besonderes Problem wird, aber manchmal kommen andere Dinge, die genauso brisant sind, ja, und was wir überhaupt nicht erwartet haben. Die Frage der Homosexualität ist ein Thema für die Gemeinschaft, das unheimlich brisant ist, und zwar durch verschiedene Dinge. Das ist einmal praktizierte Homosexualität, was machen wir damit in den Gemeinden, dann was machen wir mit Leuten, die jetzt da beispielsweise werben dafür, und was machen wir mit Leuten, die angestellt sein wollen, ja, können wir Leute anstellen? Und da kommt, das ist eine ganz andere Dimension. In Kanada beispielsweise, wenn ein Prediger von der Kanzel her sagt, jemand, der Homosexualität praktiziert, begeht Sünde, dafür kann der ins Gefängnis kommen, ja, weil das wird als Hassrede betrachtet, und Prediger sind auch schon vor Gericht gekommen dafür und werden dann bestraft. Ja. Also wir haben Länder, wo Leute deswegen Repressalien zu erwarten haben. Die andere Sache dann, dass manche Länder also Gesetze haben, Gesetzgebung, wo du nicht mehr unterscheiden darfst. Ja? Das heißt, nicht diskriminieren darfst gegen Homosexuelle. Und das betrifft uns natürlich auch, betrifft auch die anderen Kirchen. Das heißt, Kirchen werden gezwungen, Leute anzustellen, auch wenn das nicht die Überzeugung der Kirchen ist. Wenn du das jetzt nicht dem nachkommst, kann der Staat die Institution zumachen. Ja?
Wir sind noch nicht ganz so weit, aber die Sache ist eine sehr heiße Frage. So, wer hätte damit gerechnet? Wir warten auf das Sonntagsgesetz und kriegen das. Das heißt nicht, dass wir das Sonntagsgesetz nicht kriegen, aber da sind halt Überraschungen auch da, die eine Herausforderung sind. Wie gesagt, wer von euch hätte daran gedacht? Ich habe auch nicht daran gedacht und plötzlich haben wir das. Ja. Dankeschön. Bruder Campbell, Ellen White schrieb von einer wahren und falschen Erweckung und Reformation. Kannst du uns vielleicht kurz die Unterschiede nennen? This is a good question as well. Das ist eine gute Frage. There are plenty of examples during her lifetime of revivals as well as false revivals. Es gibt in ihrer während ihrer Lebenszeit viele Beispiele für wahre und falsche Erweckungen. Of course, she encourages the first and warns against the latter. Natürlich hat sie zum ersten ermutigt und vor dem zweiten gewarnt. She, for example, there's 1848, 1849. There was a big, what's called the businessmen's revival in America. 1848, 49 gab es so eine Erweckung unter Geschäftsleuten. This is actually very interesting to me because we've had quite a lot of discussion in the Adventist Church about revival and Reformation. Das ist interessant für mich, denn wir hatten ja einige Diskussionen über Erweckung und Reformation. And I won't specifically list names, but I've heard people from church leaders that actually cite that revival as a good example of revival. Und Gemeindeleiter haben diese Erweckung als ein gutes Beispiel, ein Vorbild für Erweckung genannt. But Ellen White is quite clear, this is false revival. Aber Ellen White hat es sehr deutlich gemacht, dass es eine falsche Erweckung war. She says that it's based on emotions. Sie sagte, die basiert auf Emotionen. And not based on scripture. Und nicht auf dem Wort Gottes. And I think I could give you many other examples. Und ich könnte euch viele andere Beispiele geben. I have an article I'm almost done with right now on actually on this question of revivals, true and false revivals, historical examples. Ich schreibe gerade an einem Artikel, mit dem ich fast fertig bin, über historische Beispiele für wahre und falsche Erweckung. It seems the litmus test for her was always scripture. Und der Lackmustest für sie war immer die Rolle der Schrift. And in you see the same thing taking place within the Adventist Church. Und man sieht das Gleiche in der Adventgemeinde. As well as outside the church. Aber auch außerhalb der Gemeinde. For example, you have the holiness. There's the Holy Flesh revival, you could call it, the Holy Flesh movement. Es gab die Holy Flesh Bewegung. This causes quite a stir and consternation, a lot of big problems for the church. Die hat für die Gemeinde große Probleme hervorgerufen. So she warns against that. Und sie hat davor gewarnt. At other times she describes good examples of revival. Und zu anderen Zeiten beschreibt sie gute Beispiele für Erweckungen. 1873 there was a large revival in the Adventist church. 1873 gab es eine große Erweckung in der Adventgemeinde. The church leadership was struggling, lots of conflict among the leadership. Es gab damals viele Konflikte, mit denen die Leiter zu kämpfen hatten. And it's interesting because James White, he finally shows up at Battle Creek and Ellen White had a vision for him that he was part of the problem. Und das ist interessant, James White kam nach Battle Creek und Ellen White hatte eine Vision für ihn, dass er Teil des Problems ist. He was the General Conference President. And he comes in front of everyone and says, you know, he apologizes to the church. Und er war der Präsident der Generalkonferenz und er stellt sich vor die Gemeinde und entschuldigt sich vor der Gemeinde. That was very powerful and the descriptions, many different descriptions, tears in everyone that was there. Und die Beschreibung dessen, was damals passierte, ist schon machtvoll. And it was out of that revival that there came a strong impetus that next year for worldwide missions, and they sent Jane Andrews as the first official. Of course, there had been Chakowski, but as the first official denominational missionary. Und aus dieser Erweckung wuchs dann die Realität, dass die Adventgemeinde den ersten Missionar ins Ausland gesandt hatte, nämlich Jane Andrews. True revival bears fruits, and in this case, it was the birth of an organized missionary work for the church. Wahre Erweckung bringt gute Frucht. In diesem Fall war es die Missionsarbeit der Gemeinde. And here in this area benefited from that revival. Und dieses Gebiet hier hat von dieser Erweckung profitiert. Dankeschön. Die nächste Frage bezieht sich nochmal auf das Modell der zwischenkirchlichen Zusammenarbeit. Bruder Mohr, du sprachst vom Exklusiv- und Inklusivanspruch bezogen auf die einzelnen Gemeindeglieder. Und hier sagt der Verfasser der Frage, ich denke, dass wir alle den Inklusivanspruch vertreten auf individueller Basis. Aber in der Frage der Beziehung zu anderen Kirchen geht es um den Exklusiv- oder Inklusivanspruch auf der Ebene der Institution.
Also nicht mehr die individuelle Ebene, sondern die institutionelle Ebene. Die konservativen Adventisten vertreten den Exklusivanspruch. Die liberalen Adventisten vertreten den Inklusivanspruch. Das bedeutet, dass... Entschuldigung, ich habe hier etwas ausgelassen. Die konservativen Adventisten vertreten den Exklusivanspruch. Das bedeutet, dass nur die Adventgemeinde Gottes Endzeitgemeinde der übrigen ist. Die liberalen Adventisten vertreten den Inklusivanspruch. Das bedeutet, dass alle Kirchen Gottes Gemeinde sind. Deshalb sind sie auch für die Ökumene und die Konservativen gegen die Ökumene. Was kannst du uns dazu sagen? Was denkst du darüber? Also in der Frage sind jetzt einige Voraussetzungen gemacht, auch theologischer Art, die problematisch sind, glaube ich. Einmal die Unterscheidung zwischen liberal und konservativ ist schwierig, gegen Ökumene, für Ökumene. Das sind alles so Pauschalbegriffe, die sehr schwierig sind. Also ich würde mal Folgendes mal anfangen mit dem Bereich der Inklusivität und der Exklusivität. Unsere Glaubenspunkte, vor allem Punkt 12 und Punkt 13, sprechen von der Gemeinde. Und da ist nicht individuell, sondern da geht es um die Gemeinde Gottes, die aus allen besteht, die wahrhaft an Jesus Christus glauben. Ja? Hier wird also kein Individualbegriff verwendet, nach dem Motto, da gibt es auch einzelne Gläubige woanders, sondern die Gemeinde Gottes besteht aus allen wahrhaft an Christus Gläubigen. Das ist ein Institutionsbegriff. Ja? Die Frage ist jetzt die, wie verhält sich diese Gemeinde Gottes, die eben, ich muss mal gucken, ich habe es hier stehen, ist ausgedrückt, wie verhält sich diese weltweite Gemeinde Gottes, die sich aus Wahrhaftgläubigen zusammensetzt, zu der verfassten Kirche der Adventgemeinde? Ja. Und die Frage ist jetzt hier, wie verstehen wir, in Punkt 12 ist es, glaube ich, diese allgemeine Gemeinde Gottes. Und ich glaube, dass hier wurde mal mit Begriffen gearbeitet, mit unsichtbarer Kirche oder so. Ja, also die wahre Gemeinde Gottes, also die wahrhaft Gläubigen, die Gemeinschaft wahrer Gläubigen, die kann man nicht fixieren. Das ist das Problem. Ja, also man kann nicht sagen, da ziehen wir die Grenze und da ist jetzt ganz klar sichtbar, wer dazugehört und wer nicht. Ja, also es gibt eine Gemeinde wahrhaft Gläubiger, die nur Gott bekannt ist. Daneben gibt es natürlich einen sichtbaren Ausdruck dieser Gemeinde. Und der sichtbare Ausdruck, die Gemeinde der Übrigen, das beziehen wir auf uns als Organisation, auch wieder überindividuell. Also die Gemeinde Gottes, die sichtbare Gemeinde Gottes, das ist die sichtbare Gemeinde der Übrigen, das ist die Adventgemeinde. Und die unsichtbare Gemeinde Gottes, das sind alle wahrhaft an Christus Gläubigen auf der ganzen Welt. Und die Frage ist jetzt, wie soll sich die sichtbare Organisationsstruktur der Adventgemeinde der Übrigen verhalten zu anderen Kirchen oder zum Staat oder sonst wie? Und ich denke, das kann man nicht beantworten, indem man sagt, wir sind die Gemeinde der Übrigen und wir und das ist nur individuell bezogen oder so. Ja, das wird schwierig. Zumal ja wir auch sagen, wenn wir sagen, die unsichtbare Gemeinde ist mehr als Adventgemeinde, sagen wir auf der anderen Seite ja auch, nicht alle Adventisten sind, also die offiziell Adventgemeinde Mitglied sind automatisch dann auch in der unsichtbaren Gemeinde der Gemeinde Gottes. Ja? Also da ist ja auch eine Diskrepanz da. Also auf beiden Seiten gibt es Schwierigkeiten mit der Übereinstimmung von formal und tatsächlich. Ja? Und diese Spannung, ich denke, die werden wir heute auf der Erde nicht lösen können. Dankeschön. Natürlich. Oh. Quick historical examples. I think in Adventist history there was a much more openness at times to these inter-church dialogues. Also ein Beispiel. In der Adventgeschichte gab es eine große Offenheit für Dialoge mit anderen Kirchen. Two of the best examples come from the 1870s. Ein gutes Beispiel sind die 1870er Jahre. One was the Advent Christian Church. Es gab zum einen die Advent Christian Church. One of the leaders of that church, they had written against the church and against Ellen White. Einer der Leiter hatte gegen die Adventgemeinde und gegen Ellen White geschrieben. And sure enough, there they were traveling on a train and discovered James and Ellen White, and they were sitting in the same train compartment together. Und
wie es dann so geschah, saßen auf einer Reise Ellen und James White mit diesem Leiter in einem Zugabteil. James White made a comment and said, it's too bad that we can't have better understand one another. James White sagte, es ist zu schade, dass wir uns nicht besser verstehen. And the other gentleman said, oh, I thought you would never come. Und der andere sagte, ich dachte, du würdest niemals kommen. And so this led to their actually having meetings together between Advent Christian leaders and early Seventh-day Adventist church leaders together. Und das führte dazu, dass diese Leiter der Advent Christians und der Siebenten-Tags-Adventisten sich trafen. In the end, they agreed that they disagreed on core things. Am Ende war ihnen klar, dass sie in Kernfragen nicht einer Meinung waren. A much better example at that same time, just about that same time, is there were dialogues between church leaders and the Seventh-day Baptists. Ein weiteres Beispiel sind Gespräche zwischen unseren Gemeindeleitern und den Siebenten-Tags-Baptisten. And actually the tradition started of exchanging delegates at general conference sessions. Und daraus wurde eine Tradition, Delegierte bei Generalkonferenzvollversammlungen einzuladen. That continued through the 19th century and even through the 20th century. I don't know if that still continues, but I know up until fairly recently that has still continued on. Und das ging bis ins 20. Jahrhundert so. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber bis vor kurzem war das definitiv noch so. It's very interesting to me because Ellen White wrote against the nominal Adventist churches that would include the Advent Christian Church. Interessant, Ellen White schrieb gegen diese bekenntlichen Adventisten und das schloss diese Advent Christian Church mit ein. Yeah, when there came down to actually personal meeting and questions to one another, James and Ellen White did not hesitate to engage in dialogue with these other groups. Aber wenn es um Möglichkeiten ging, auf persönlicher Ebene sich auszutauschen, hatten James und Ellen White keine Vorbehalte, solche Gespräche mit diesen Gruppen zu führen. In terms of Seventh-day Baptists, it's been very positive and long-ranging. In terms of the Advent Christians, that was very short-lived and they went separate ways. Und die Gespräche mit den Siebenten-Tags-Baptisten waren sehr positiv und die Beziehung hat sich verbessert, aber bei den Advent Christians gingen einfach unterschiedliche Wege. Later years, Miles Grant, the leader of the Advent Christians, he even became very bitter towards Adventism and Ellen White, but still Ellen White and James White, they took advantage of the opportunity to dialogue. Also später wurde Miles Grant, der Leiter der Advent Christians, sehr sehr verbittert gegen Ellen White, aber James und Ellen White haben solche Gespräche gern geführt. Dankeschön. Bruder Müller. Die Predigtamtsabteilung der Generalkonferenz hat ja eine Zeitschrift für Prediger und jede zweite Nummer wird auch an nicht-adventistische Geistliche geschickt. Ich weiß jetzt nicht an wie viele, aber es ist eine ganze Anzahl. Und neulich kam also da, das ist noch nur wenige Wochen jetzt her, ich hatte da einen Artikel geschrieben, an den ich mich gar nicht mehr erinnert habe, dass ich den geschrieben habe. Ich habe nachgeschaut, habe ich den wirklich geschrieben oder haben die einen Fehler gemacht? Aber ich habe ihn geschrieben. Ja. So, und da schreibt jetzt der Präsident einer evangelikalen Kirche. Er schreibt eine Lesezuschrift und hat ein längeres E-Mail geschickt an die Herausgeber der Predigerzeitschrift und dann ist es mir weitergeleitet worden. Und er sagt, also er ist Präsident dieser Kirche und er hat unsere Zeitschrift da bekommen. Die Kollegen haben ihn gewarnt, das sind die Adventisten und eine Sekte und so weiter. Und er hat gesagt, ich habe das über lange Zeit gelesen mit großen Vorbehalten. Das hat sich aber, meine Einstellung hat sich grundlegend geändert. Jetzt ist es so, ich kann es kaum erwarten, dass so eine Zeitschrift kommt, die nächste Nummer kommt. Und er sagte, neulich ist da aber ein Artikel veröffentlicht worden, der war übel, der war theologisch übel. Und er sagt, aber obwohl der theologisch übel war, konnte ich mich nicht drüber freuen. Eigentlich hätte ich mich ja drüber freuen sollen. Die Adventisten haben Mist gemacht. Aber er sagt, konnte ich nicht. Und dann habe ich denken müssen, ja, bei uns in der Kirche passiert es ja auch, dass mal ein Artikel daneben geht. Und vielleicht habe ich auch mal eingeschrieben, der nicht so das Gelbe vom Ei war. Und sagt, also das Seltsame ist, ich habe sogar Mitgefühl mit euch. Und dann kam mein Artikel und darauf hat er sich bezogen. Deshalb habe ich das bekommen und hat gesagt, der Artikel hat mich mit allem wieder versöhnt. Und dann setzt er hinzu, wenn es jemals eine Möglichkeit gibt, ein Gespräch zu haben, würde er gern mit uns ins Gespräch eintreten. So, was sollen wir jetzt machen? Ich denke, wir erkennen hier schon ganz klar, es gibt hier zwei Ebenen. Das eine ist sozusagen die Institution oder kategorische Ebene und das andere ist diese persönliche Ebene, ja, wo wir die biblische Botschaft haben, Babylon ist
ein System, aber wir sollen trotzdem die Menschen, die dort sind, auf persönlicher Weise mit der Liebe Jesu und der Wahrheit erreichen, um sie herauszurufen. Wir hatten verschiedene Konversationen über die Zeit auf Generalkonferenzebene. Das war nicht im Sinne der Ökumene, sondern es geht einfach darum, dass die Leute wissen, was wir glauben. Und wir nehmen das auch, haben das als eine Möglichkeit gesehen, Zeugnis zu geben. Ja, man kann das machen aus ökumenischen Gründen, man kann das aus missionarischen Gründen tun. Und ich erinnere mich, wir hatten ein Gespräch mit der Heilsarmee damals gehabt und ich war da mit eingeladen. Das wird nicht von uns aus organisiert normalerweise. Das heißt, das ist nie von uns organisiert worden, aber ich war eingeladen zu dem Gespräch und die wollten hören über die Übrigen, ein Referat über die Übrigen. Und dann hat einer der Professoren von Andrews University ein Referat gehalten über die Übrigen. So wie wir das wirklich sagen. Und am Ende des Referates sagen die, heißt es nun, dass wir nicht zu den Übrigen gehören? Da habe ich gedacht, jetzt ist die Frage, was werden wohl unsere Leute antworten? Und da hat er geantwortet und hat gesagt, ich würde euch wirklich einladen, mit uns den Sabbat zu halten. Dann war die Sache gegessen. Keine böse Blut und wir haben unsere Meinung aufrechterhalten. Wir haben also jetzt sind nicht eingeknickt. Ja? Und die Leute haben uns das abgenommen. Ja? So, also ich glaube auch, dass an manchen Stellen, gerade wenn die Einladung auch von den anderen kommt, und sie sagen, wir würden gerne mal mit euch reden, ist das eine Möglichkeit, Zeugnis zu geben. Ja? Ein ganz kurzer Exkurs in die deutsche Vergangenheit und die zwischenkirchlichen Beziehungen unserer Gemeinschaft in Deutschland. Damals, als ja 1993 es um den ACK-Status ging, war das ja besonders eine Entscheidung der beiden Verbandsausschüsse, die jetzt nicht so von der Mehrheit der Gemeindeglieder getragen wurde. Es war erst 4 Jahre später, dass es dann zu einer demokratischen Entscheidung kam. Und bis heute erkennen wir diese Situation in unserer Gemeinde, dass Geschwister besorgt sind über unsere ACK-Mitgliedschaft, dass sie sehen, oder Gaststatus ganz korrekt ausgedrückt, dass sie einfach sehen, dass wir da doch uns der Ökumene ausliefern. Und hier ist zu diesem Thema eine Frage eingereicht worden. Hier wird zitiert, die Leitlinie für die ökumenische Zusammenarbeit in den Arbeitsgemeinschaften christlicher Kirchen, ACK, auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene. Punkt 2, Sachverständnis und Verpflichtung. Ich zitiere wörtlich, dort steht in diesem Dokument, sie verzichten, also Mitglieder und die halt im ACK dabei sitzen, sie verzichten auf die gezielte Abwerbung von Mitgliedern anderer Kirchen, genannt Proselytismus, und bewahren gegenseitigen Respekt. Also das ist eine ganz klare Leitlinie der ACK. Und das wirft natürlich noch einmal die Frage auf, wie können wir dem Ruf gerecht sein, aus Babylon herauszurufen und gleichzeitig in einer Arbeitsgemeinschaft sitzen, wo definitiv in der Leitlinie vorgegeben wird, dass man nicht Glaubensglieder anderer Gemeinschaften abwerben soll. Ich nehme an, dass es an mich ging, die Frage. Ich bin sehr dankbar, dass ihr euch jetzt auch gemeldet habt und ich möchte das an dieser Stelle nochmal sagen, ihr dürft euch alle frei fühlen, es soll nicht ein Einzelgespräch sein. Also du darfst gerne beginnen, aber ich möchte auch den anderen Gelegenheiten geben, wenn sie... Vielleicht fange ich mal an. Man müsste sich mal angucken, was ist denn diese Leitlinie überhaupt? Also die ACK hat eine Satzung und da wird beschrieben, was die Gastmitglieder, worin die Zustimmung besteht. Und die besteht in der Zustimmung zu der Basisformel der ACK. Und das ist ein Bekenntnis zur Bibel als Offenbarung und zur Dreieinigkeit, ne? Also zur biblisch bezeugten Weseneinheit Gottes.
dem können wir zustimmen, das ist, geben unsere Glaubenspunkte ohne weiteres her. Der Leitlinie, die wurde uns, also da müsste man mal gucken, wie verbindlich ist die, ist das eine Empfehlung? Ja? Gilt die für alle, für Mitglieder und für Beobachter und für Gaststatus? Oder ist das nur eine Empfehlung, an die man sich orientieren kann? Ja? Das müsste man mal schauen. Ja? Ich glaube Letzteres. Ja? Das Zweite zum Proselytismus. Wir als Adventgemeinde machen, wenn es ideal ist, im Ideal, keine Proselytisten. Was ist Proselytismus? Proselytismus ist ein Religionsübertritt aufgrund von Bestechung, Vorteilnahme, falschen Versprechungen, Druck oder Zwang. Ja? Und das lehnen wir als Adventisten entschieden ab. Wir wollen keine Mitglieder gewinnen, indem wir Versprechungen machen, die nicht haltbar sind, indem wir Zwang ausüben oder irgendwelche Geschenke oder Belohnungen anbieten, sondern wir wollen Mitglieder haben aus freien Stücken, weil sie sich zu Jesus Christus als unserem Herrn und Heiland bekennen und unsere 28 Glaubenspunkte akzeptieren. Das wollen wir. Ja? Und ich habe den Eindruck, dass diese Proselytenmacherei genau auf diesen letzteren Fall, also den Fall, den ich gerade beschrieben habe, bezieht. Ja? Und da können wir, wenn Proselytismacher so beschrieben wird, können wir das voll zustimmen. Ich möchte da an dieser Stelle noch einhaken. Die Basisformel spricht vom gemeinsamen Glauben an Jesus Christus und auch einem gemeinsamen Auftrag, dem man nachgehen möchte, und wird nicht von allen Adventisten in unserer Gemeinschaft unterstützt. Also hier bildet sich ehrlich gesagt schon ein Knackpunkt. Das sollte man festhalten, dass das nicht der Fall ist, dass wir hier geschlossen hinter dieser Basisformel stehen. Und dass es deshalb auch Unruhe gibt in der Gemeinde, aufgrund des unterschiedlichen Verständnisses an dieser Stelle. Na, jetzt bringst du aber eine theologische Diskussion hier rein und die Frage ist, ob das Gremium ist, diese Frage zu beantworten. Ich bin mir gar nicht sicher, ob deine Voraussetzung stimmt. Ja? Man müsste jetzt schauen, was sagt die Basisformel genau und können wir als Adventgemeinde wirklich nicht dazu stimmen. Ja? Also da bin ich nicht überzeugt von. I'm not as familiar with the particular guidelines that you're talking about. Also ich bin nicht so vertraut mit diesen Richtlinien, von denen ihr gerade redet. But from a historical perspective on the history of Adventist missions, aber so aus historischer Perspektive sehen wir in der Geschichte adventistischer Mission, our early missionaries have always tried to avoid those kinds of agreements, dass unsere frühen Missionare solche Vereinbarungen vermieden haben, to work with other missionaries from other churches in collegial and positive ways as much as possible. Mit anderen Missionaren, also sie haben versucht, mit anderen Missionaren so kollegial wie möglich zusammenzuarbeiten. But I think in your talk last night you mentioned the 1910 Edinburgh Missionary Conference. Aber du hast ja auch von der Missionskonferenz 1910 in Edinburgh gesprochen. Our church leaders were very well aware of that meeting going on. Unsere Gemeindeleiter waren sehr bewusst, dass dieses Treffen dort stattfand. But part of the strategy behind that is to divide up different mission territories to different denominations. Aber der Gedanke hinter dieser Konferenz war ja, unterschiedliche Territorien und unterschiedliche Kirchen zu delegieren. And the reason for that is that as a church we've always seen our territory as the whole world, so we refuse to be restricted like that. Aber wir als Gemeinde haben unser Territorium in der ganzen Welt gesehen und so haben wir es abgelehnt, uns davon begrenzen zu lassen. So I think our church leaders did the right thing. That you would send observers that would be aware and contribute as much as possible, but refuse to be restricted. Und ich glaube, unsere Leiter haben das Richtige getan. Sie haben Beobachter geschickt, die präsent waren. Aber sie haben es abgelehnt, sich einschränken zu lassen. Of course, there's always exceptions, but we view those as more as mistakes. But as a general principle, in my observation of the history of missions, that's generally the position our church has always tried to take. Also es gibt Ausnahmen, es sind auch da Fehler passiert, aber so generell kann man sagen, dass das die Position ist, die unsere Adventgemeinde immer vertreten hat. This is diametrically opposite of what the ecumenical movement, and so these overtures to reach out and build positive relationships is very different from ecumenism, and to me that shows me that people don't understand what the difference is. Und für mich ist der Unterschied wichtig, positive Beziehungen zu pflegen und bei solchen ökumenischen Bestrebungen mitzumachen, und das zeigt mir, dass es manchen schwerfällt, den Unterschied zwischen beidem klar zu sehen. Dankeschön. Hier eine ganz praktische Frage.
aus dem Herzen der Gemeinde, die dem Prediger auch am Herzen liegt. Und ich denke, Bruder Müller, du kannst uns da vielleicht ganz kurz weiterhelfen. Hier wurde die Frage gestellt, welche Anleitung könnt ihr geben, wie man die dritte Engelsbotschaft verkündigen sollte? Vielleicht ganz kurz. Ich habe immer wieder in Gemeinden gehört, wir müssen die dreifache Engelsbotschaft verkünden. Und dann muss man das natürlich ganz deutlich sagen. Man muss das als eine Keule verwenden, möglichst, um dem anderen das übers Haupt zu ziehen. Ja? Der Meinung bin ich also nicht. Natürlich stehen die drei zusammen, aber ich würde die auch nicht isolieren, nur die dritte, sondern ich würde alle behandeln. Und man darf nicht vergessen, der erste spricht vom ewigen Evangelium. Wenn das ewiges Evangelium ist, dann muss ich was sagen über das Evangelium, was ja auch in der Offenbarung drin steht, nämlich dass Jesus uns liebt und so weiter und dass er uns erlöst hat. Ja? Und dann kann ich natürlich weitergehen zu den Dingen, dass er der Schöpfer ist, dass Gott der Anbetung würdig ist, dass der Sabbat gehalten wird und so weiter. Also in anderen Worten, ich würde sagen, dass man kann das darstellen, man soll das darstellen, aber im positiven Sinne. Ja? Und ich glaube, man erreicht mehr, wenn man das im positiven Sinne macht und die Leute schalten nicht gleich ab, als wenn ich den Leuten eine Vorhaltung mache. Also das ist meine Position hier. Also nicht, dass ich jetzt was zurückhalten muss, das meine ich nicht, sondern die Frage ist ja häufig nicht, dass man was macht, sondern wie macht man das. Ja? Dankeschön. Ich habe hier noch eine Frage. Michael Campbell, du bist in deinem Vortrag auf das Erlösungsverständnis von Martin Luther eingegangen, wie er die Bibel wiederentdeckt hat und die Wahrheit der Gerechtigkeit aus Glauben und wie eigentlich daraus erst dann sein Verständnis gewachsen ist über Babylon. Wir erinnern uns alle an diesen Satz, ich muss erst wissen, für wen ich bin oder für was, bevor ich weiß, wogegen ich bin. So, die Frage ist nun, kannst du uns vielleicht kurz den Unterschied nennen im Rechtfertigungsverständnis? Justification? Zwischen Adventisten, Katholiken und Protestanten? This could be a dissertation. Daraus könnte ich jetzt eine Doktorarbeit machen. Yeah, I think the important point is that the medieval world was so different from ours today. Also es ist wichtig zu verstehen, dass die mittelalterliche Welt so ganz anders war als unsere heutige Welt. It was a world of sacramentalism and that's why the Eucharist was so important, because when that took place, that was their world. Das war die Welt, in der die Sakramente, besonders die Eucharistie, sehr wichtig waren. Das war ihre Welt. And it actually is very, medieval theology is very logical. Und die mittelalterliche Theologie ist sehr logisch. And part of it is making sense out of their world and trying to prepare for living in a world where that was very fragile. Sie wollten ihre Welt verstehen, eine Welt, die sehr fragil war. Think of the plagues that spread across and the many wars. People did not expect to live very long. Denk an die Plagen, an die Seuchen und Kriege. Die Leute erwarteten nicht lange zu leben. So the idea of eternity and being ready for it was very important. It dominated their lives. Also war der Gedanke der Ewigkeit und der Bereitschaft dafür etwas sehr Wichtiges, das dominierte ihr Leben. You see that same anxiety in Luther as he's growing up in his own experience. Man sieht die gleiche Erfahrung oder Furcht in Luther in seiner Erfahrung. But what changes things for him is reading Scripture. Aber was ihn verändert hat, war das Lesen der Schrift. He was part of a group that was very influenced by the Adventists, the humanism of going back, returning to the earlier sources. Also er war Teil dieser Gruppe, die zurück zu den alten Wurzeln wollte, oder war der beeinflusst von so einer Gruppe? But it wasn't until he started reading the Bible originally for different purposes. Aber erst als er anfing, die Bibel zu lesen, zunächst einmal aus anderen Gründen. But he heard the word of God speaking to his heart, and of course that's detailed very well by many Reformation scholars. Aber er erlebte, wie das Wort Gottes zu seinem Herzen sprach, und das wird von vielen Gelehrten der Reformation
erklärt. But the bottom line for him was is that it wasn't any works of his own that could save himself. He had to completely trust in God's grace for his justification. Aber die Grundlage für ihn war, dass er nicht durch eigene Werke gerettet werden kann, sondern durch den Glauben. This is a titanic die Rechtfertigung von Gott bekommt. This is a titanic shift from the medieval world to a completely different worldview. Also das ist ein Paradigmenwechsel aus der mittelalterlichen Welt zu einer völlig neuen Weltanschauung. And if you want many books, there's many new, very good books that have been written on Luther's understanding. There's one by Marius, a very famous Reformation historian. Und es gibt eine Reihe guter Bücher, die über Luther geschrieben wurden, also in der letzten Zeit. I think it's Richard Marius. Richard Marius is a very prominent Reformation scholar. Ist ein sehr prominenter Gelehrter in der Reformation. His recent biography details his conversion very well. Und seine Biografie beschreibt die Bekehrung Luthers sehr gut. And of course, I think I've bought 50 or 60 books this last year. Ich habe im letzten Jahr 50 oder 60 Bücher gekauft. So people have gone into a lot of depth into every little minute detail. Also die Leute haben wirklich sich jedes Detail angeschaut. But it's scripture that for him causes this titanic this complete shift. And for me it's interesting, Ellen White, she talks about Martin Luther that more than any other historical figure in the great controversy. Aber es war die Schrift, die bei ihm diesen Paradigmenwechsel auslöste, und Ellen White spricht über Martin Luther mehr als über eine andere Person im großen Kampf. Her emphasis, why the Reformation is significant? Also ihre Betonung war, warum die Reformation so bedeutsam war. She's very clear. Und sie sagt das sehr klar. It's Luther's discovery of scripture that led to this new understanding of justification. Es war das Verständnis, dass Luther dann gewann über die Bibel und daraus ausgehend über die Rechtfertigung. Danke. Dankeschön. Ein großes Thema. Die Frage war ja auch über die katholische Kirche und über uns, oder? Ja. Wenn ich das richtig gesehen habe. Da gab es ja vor Jahren eine Übereinkunft zwischen der evangelischen Kirche und der katholischen Kirche in genau der Frage. Allerdings haben da ja hunderte von protestantischen Lutheranern Theologen protestiert gegen die Kirchenleitung, weil sie gesagt haben, das lässt sich nicht übereinander bringen. Ja? Man hat die Frage der Maria ausgeklammert. Und wenn man die Frage der Maria ausklammert, dann kann man zu einer gewissen Übereinstimmung kommen, selbst das funktioniert ja nicht voll. Ja? Der Unterschied ist ja auch, dass katholische Christen im Prinzip keine Heilsgewissheit haben können. Ja? Und da spielt ja immer das Werk noch eine gewisse Rolle, der Unterschied zu den protestantischen Christen. Wenn es zu den Lutheranern geht, die haben natürlich eine starke Betonung der Rechtfertigungslehre. Wir sprechen eher über Errettung, ohne die Rechtfertigung zu leugnen. Aber wir würden sagen, der Oberbegriff ist Errettung. Und unter den Oberbegriff fallen verschiedene Modelle, wie Rettung beschrieben wird. Einmal die Rechtfertigung, einmal die Adoption, ja, der Loskauf. Das heißt, die Bibel hat verschiedene Bilder, mit der Errettung beschrieben wird. Und es ist gut, all die Bilder zusammenzusehen, um eine ausgewogene Theologie zu haben. Das versuchen wahrscheinlich Lutheraner auch jetzt mehr, aber typischerweise sind Lutheraner natürlich sehr stark auf Rechtfertigung, wo das mehr eine legale Geschichte ist, ja. Und die anderen Bilder, die Rechtfertigung, die Errettung beschreiben, haben dann andere. Der Loskauf aus Sklaverei ist ein anderes Bild, als hier, man steht vor dem Richter und wird freigesprochen, obwohl man es nicht hat. Ja? Und wir glauben halt, dass all die Bilder zusammengehören. Man sollte nicht nur eins herausgreifen. Die Lutheraner schaffen ja praktisch, das als den Höhepunkt ihrer Lehre herauszuhalten, die Rechtfertigung, und alles andere zu vergessen. Du kannst Rechtfertigung haben, aber Schöpfung spielt keine Rolle. Ja, beispielsweise. You have a good topic for a future conference. Das ist ein gutes Thema für eine weitere Konferenz. Dankeschön. Ja. So, ich meine, dass bei Luther selber auch dieser Aspekt der Heiligung im Sinne von Fruchtbringen angelegt war. Ne? Und ich glaube, auch Luther hat Wert darauf gelegt, dass die Rechtfertigung einen Christen verändert, dass er gute Frucht bringt, dass er den Geboten gehorsam ist und so weiter. Ne? Und ich habe den Eindruck, dass das im Laufe der Kirchengeschichte
da in Vergessenheit geraten ist und sich dann sowas wie billige Gnade durchgesetzt hat. Und da sind wir als Adventisten aber so, dass wir das Ganze in den Blick nehmen und sagen, nein, die Rechtfertigung, die teilen wir als komplett, eine komplette Rechtfertigung aufgrund der Gnade Gottes, aber diese Gnade Gottes wirkt noch weiter, die verändert mich dann auch und die führt dazu, dass ich aus Liebe zu Gott ihm gehorsam sein möchte und dann auch Früchte der Rechtfertigung und der Heiligung dann bringe. We have this book coming out next summer from Pacific Press on Adventism and Luther. Also wir haben in der nächsten, im nächsten Jahr ein Buch, das herauskommt von der Pacific Press über den Adventismus und Luther. And I think since we claim as Adventists to be heirs of the Reformation, it's a good opportunity to reflect on some of these similarities and differences with other churches. Und da wir ja uns als Erben der Reformation betrachten, ist es gut, auch diese Unterschiede zu reflektieren zwischen uns und anderen Kirchen. There was a conference on Luther earlier this year at Friedensau. In Friedensau gab es eine Konferenz über Luther. One of the most interesting papers, and will be a chapter in the book, dealt with Luther's eschatology, for example. Und eines der interessanten Paper, die da veröffentlicht wurden, behandelten die Eschatologie Luthers. We find a lot of affinities with his apocalyptic worldview, even though obviously we have differences. Also da gibt's schon einige Gemeinsamkeiten zu seiner Weltsicht, auch wenn es natürlich Unterschiede gibt. So in a sense we could claim to be heirs of Luther's ideas in emphasizing the apocalyptic, even though many other Protestant churches really don't have that same emphasis. Also wir können behaupten, dass wir auch Erbe seiner seine apokalyptischen Ansichten sind, auch wenn andere Kirchen das nicht betonen. That's why I think it's worth exploring a lot of these things with other churches. It can be very much to our benefit and we can learn and both be edified as well as better understand one another. Und wenn wir solche Dinge mit anderen Kirchen diskutieren, dann können wir selber auch großen Nutzen daraus ziehen. Ich denke, wir hätten noch eine Frage zum Schluss, die ich gerne an alle stellen möchte. Wir wollen Deutschland ein wenig verlassen, aber Deutschland gehört sicherlich auch zum Weltfeld. Und es ist interessant, wenn man jetzt eine Ebene höher geht, in der ökumenischen Bewegung, in den ökumenischen Rat der Kirchen, dass die katholische Kirche selbst kein Mitglied ist. Das ist eine Tatsache im Ökumenischen Rat der Kirchen, aber Dialog hält mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen. Da könnte vielleicht die Frage aufkommen, wieso ist das so? Und es wird so begründet, das liegt am Selbstverständnis der katholischen Kirche, dass sie nicht Teil ist des Ökumenischen Rates. Wenn wir jetzt aufgrund des biblischen Befundes den Katholizismus auch zu Babylon einordnen, könnte es sein, dass Babylon ein klareres Selbstbild hat und nicht sich direkt bei der Ökumene beteiligt und wir als die übrigen in so manchen Situationen schwammig geworden sind in unserer Beziehung zur Ökumene. Vielleicht können wir abschließend in der gemeinsamen Runde noch einmal versuchen, das genau zu differenzieren. Ja, also wenn wir über die Weltgemeinschaft sprechen, ich habe ja angedeutet, es haben verschiedene Gespräche mit verschiedenen Kirchen stattgefunden, häufig auf den Wunsch dieser Kirchen hin. Manche dieser Kirchen wollten auf lange Frist Gespräche haben, also nicht nur ein, zwei, drei Jahre. Man trifft sich vielleicht ein, zwei Mal pro Jahr und dann muss man sich natürlich öfters treffen, um einfach mal zu sehen, was denken die Adventisten, was ja auf der anderen Seite gut ist. Denn die wollen nicht einfach nur vom Hören sagen, da gibt es ja so viel, was über uns geschrieben wird, die wollen es nicht nur vom Hören sagen haben, sondern die wollen es direkt hören. Ich gebe euch ein Beispiel. Die Baptisten haben ein Buch rausgegeben, eine Apologetik. Bibel. Ja, man hat mich darauf hingewiesen und hat gesagt, die haben also eine Apologetik-Bibel geschrieben und da steht über die Adventisten drin. Ja, gerade in Offenbarung. Also habe ich mir das angeschaut und da waren also Falschdarstellungen, einige Falschdarstellungen, was wir überhaupt nicht sagen. Ja,
Und dann habe ich natürlich dahin geschrieben, habe gesagt, also wir bitten Sie, das zu korrigieren. Das ist gar nicht, was wir lernen, was Sie da reinschreiben. Und der Herausgeber hat dann geschrieben, okay, die und die Stellen verändere ich, die anderen verändere ich nicht. Man hat keine Handhabe mehr. Aber für uns, wir würden sagen, absolut unfair. Wir sagen ihnen, was wir glauben, die schreiben was anderes rein, was wir angeblich glauben. Ja? So, wenn jetzt also eine Kirche kommt und sagt, wir wollen Gespräche haben, um mal auszuloten, was sie wirklich glauben, ist das eine gute Sache an sich. Ja? Diese Gespräche laufen für eine gewisse Zeit und dann werden die abgebrochen, manchmal von der anderen Seite. Aber von unserer Seite sind die nie angelegt gewesen auf lange Sicht, sondern es geht darum, Dinge zu klären und so weiter. Ja? Wir hatten Gespräche mit den Presbyterianern, da gibt es hier verschiedene in den USA, der größten presbyterianischen Kirche. Die haben eine Praxis, mit vielen Kirchen Gespräche zu haben. Und zwar dauernd, das gehört zu denen dazu, das ist ihr Stil. So 10, 20 Jahre. Und dann haben wir gesagt, also wir sprechen mit euch, ja, aber das ist begrenzt und nach der Zeit brechen wir die Gespräche ab, weil das Wesentliche gesagt ist. So läuft es. Natürlich gibt es dann Vertreter bei der UN, einen adventistischen Vertreter und so weiter. Es gibt Vertreter in anderen Bereichen, aber das hat nichts jetzt mit Mitgliedschaft im Sinne der Ökumene zu tun. Ja? Dankeschön. I think this is largely a Western problem. I've been living in Asia the last 4 years. Also ich glaube, das ist ja ein westliches Problem. Ich habe in den letzten Jahren in Asien gelebt. So most of the other religious groups are other world religions, Hindus, Buddhists, Confucians. Und dort sind die anderen religiösen Gruppen einfach andere Weltreligionen, Buddhisten, Hinduisten. And so we have to think, how can we reach out to these other people groups, other cultures, other religions? Und so fragen wir uns, wie wir diese anderen Religionen erreichen können. So I just want to point out that this is mostly, it seems to me, a Western challenge that you're dealing with. Mir scheint, ihr habt hier mit einer westlichen Herausforderung zu tun. Doesn't mean it's bad. It's just keep this in global context. Aber es heißt nicht, dass es schlecht ist, aber seht diese Frage durchaus im globalen Kontext. Du hattest die Frage nach der Identität gestellt. Ist die eigene Identität vielleicht in Gefahr? Ne? Beziehungsweise wird sie nicht manchmal von anderen besser wahrgenommen als von uns selber? Ich würde das Interessante beobachten. Ich würde anfangen mal mit einem Rückblick aufs Alte Testament. Wir haben da genau die gleichen Phänomene, die eigentlich jede Kirche oder jede, auch uns als Freikirche betrifft. Nämlich das Problem der Spannung zwischen Abschottung und Assimilation, ja, dem Aufgehen in anderen, die Identitätsverlust. Und im Alten Testament haben wir eine ganz klare Position, die Propheten durchgehend wenden sich gegen Götzendienst, dass das Volk Israel assimiliert wird von den Kulten der umgebenden Völker. Ja. Also der Götzendienst ist ganz hervorragend. Und das heißt, hier haben wir ein Extrem in Richtung Assimilation. Und nach dem babylonischen Exil kippt die ganze Sache in die andere Richtung. Da haben wir den Pharisäismus, die Synagogen werden errichtet und so weiter. Und dann plötzlich hast du ein Verständnis des Judentums, das in Richtung Abschottung geht. Ja? Also genau das andere Extrem. Und Jesus als Messias muss sich gegen diese Abschottung wehren und sagen, was ihr Pharisäer da macht, das ist völlig daneben. Ja? Ihr stellt die Tradition höher, ihr seht den Sinn des Gesetzes nicht mehr richtig und so weiter. Ja? Bis hin, dass er Petrus sogar eine Vision geben muss, dass er zu dem Heiden ins Haus geht, ja? Weil der so abgeschottet war, dass er nicht mal mit dem essen wollte. Ja? Also wir haben beide Extreme und die Frage ist, wo ist die christliche Mitte? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Kontakte mit anderen Personen, vor allem mit Leuten nicht-adventistischen Glaubens, nicht dazu führen, dass ich meinen Glauben verliere, sondern dass ich mich gerade umso mehr mit meinem Glauben auseinandersetzen muss. Und das stärkt ihn. Und jeder von uns, denke ich, der Kontakte hat mit Arbeitskollegen, mit Freunden, mit Verwandten, die nicht Adventisten sind, denen Bibelstunden gibt, der merkt, dass solche Kontakte dazu führen, dass der eigene adventistische Glaube gestärkt wird, dass er reflektiert wird, dass er verinnerlicht wird, dass man über Fragen nachdenkt, die man sich sonst gar nicht gestellt hat. Ein Abschottungsadventismus, der sich nur in die Ecke verkriecht und nur für sich selber da ist, der, glaube ich, wird nicht zu einem gesunden christlichen Leben führen.
Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch diesen durchaus auch heißen Fragen gestellt habt. Ich möchte mich auch bei euch bedanken für die angenehme Atmosphäre. Und wie gesagt, sollte noch die eine oder andere Frage übrig geblieben sein, habt ihr die Möglichkeit, denke ich, auf die Referenten persönlich zuzugehen. Ansonsten wären wir jetzt mit unserer Fragerunde an dieser Stelle am Ende. Ich bedanke mich nochmal. Dankeschön.